Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Bist du da, Helga? Ja, okay. Was ist los? Ich bin so nervös. Das kann ich mir vorstellen. Und es wird genauso spannend wie die letzten Was ist denn Male. Das? Helga kennt die ganze Wahrheit. Germany's Next Topmodel geht los. Oh. Ach Gott. Und der Bachelor auch. Ich dachte, du meinst was anderes. Warum? Wieso, was denn? Egal, nee, ist egal. Nee, sag mal. Nee, ich will dich da nicht irgendwie... Helga, was meinst du? Hast du das denn da nicht mitbekommen in den USA? Was denn? Das mit den UFOs. Ja, ja. Was denn für UFOs? Das sind ja, die kommen aus dem Weltall, die kommen jetzt auf dem Weltall, die greifen uns an. Ich glaube wirklich, jedes Leben, was da draußen ist, wird sich freiwillig von der Erde fernhalten. Ganz besonders von der deutschen Regierung. Wobei es vielleicht nicht mal schlecht wäre, wenn sie kommen und die deutsche Regierung einfach mitnehmen. Aber ich glaube, dann kriegen wir noch einen auf den Deckel, wenn wir denen die deutsche Regierung geben, Alter. Haben sie doch UFOs gesichtet. Ja. Du meinst das mit dem Ballon? Ballon, Moriane. Das ist ja die offizielle Version. Aber das war doch nur so ein großer... Es ist trotzdem erstmal ein UFO. So ein Luftballon. So ein großer Luftballon, den sie vom Himmel geplatzt haben. Wie soll denn so ein Luftballon so hochkommen? Helium. Ich finde das immer krass, wie UFO direkt mit... Dings Aliens immer in identifiziert wird, aber es kommt auch aus der USA, ne? So dieses ganze UFO-Dings, Alien und so, kommt ja alles aus den USA. Ich sage mal so, na klar, da draußen gibt es bestimmt noch irgendwo anderes Leben. Ich kann mir unmöglich vorstellen, dass wir in den Weiten des Universums das einzige Leben hier auf der Erde haben. Ich kann mir das unmöglich vorstellen, aber ja, die werden nie zu uns kommen. Wozu denn? Das haben sie doch, Mein Beileid. Wegen Chinesen, glaubst du? Die glauben doch, dass die Chinesen da Spionage gemacht haben. Das macht bei San Andreas immer krass mit den UFO nicht und mit Bigfoot-Mythos. So ein Luftballon. Aber... Die wollen uns die Wahrheit nicht sagen, Morian. Ja, das ist normal. Du? Das war ja nur der Luftballon. Und dann? Und dann haben sie ja noch viel mehr unbekannte Flugobjekte über die USA gesehen. Wirklich? Und ja, irgendwie immer nur über die USA. Nie bei uns, oder? Immer nur USA. USA hat die ganzen Aliens, was haben wir? Gab das jetzt mal irgendwie eine Erklärung, was das gewesen war? Die haben sie doch abgeschossen und dann hat man doch gesehen, was das war. Gab das da mal eine Erklärung? Ich glaub nicht. Eigentlich kann man die USA beneiden, ne? Die haben UFOs und überall Alien, die aus dem Weltraum kommen und so. Und was haben wir? Ein Olaf Scholz. Die verheimlichen uns was. Aber das war doch so ein Wetterballon, Helga. Wie das Wetter wird, kannst du dir eine ARD in der Tagesschau angucken. Ja, da erfährst du morgen, dass nächstes Jahr Winter ist. Brauchst du doch auch so ein... Sven Plöger brauchst du dazu, mehr nicht. Aber wozu sollten uns die Amerikaner denn was verheimlichen? Die beste Wettervorhersage ist eigentlich, guck frühs aus dem Fenster. Klar, das Wetter kann sich über den Tag noch ändern, aber dann guck halt einfach öfter aus dem Fenster. Nervös werden. Aber wovon denn nervös? Moriane, bitte. Nun sag schon. Ich weiß Dinge, Moriane, das ist... Helga. Hör mir auf. Aber das kannst du dir in dein... Bestimmt nee. Damals wieder Komm, aus den 70er. Bitte. Aus, nee, bitte. Glaubst du etwa, das sind so... Na jetzt. So Aliens? Ja. So Aliens? Moriane. Es geht los. Was geht los? Das darf ich doch nicht erzählen. Ist doch alles top secret. Woher weißt du das alles? 97 habe ich mal im Weißen Haus gearbeitet. Wirklich? Oh, das 97? Darf aber keiner wissen, okay. Aber was weißt du denn? Ich habe auf mein Leben geschworen, dass ich das alles nicht weitererzählen darf. Ach, okay. Bitte. Na gut, also. Die sind schon lange unter uns. Wer? Noch die Aliens. Guck mal bei Berlin ins Parlament, das siehst du. 510 nicht identifizierbare Flugobjekte wurden in den letzten Wochen über Amerika entdeckt. So viele? Immer nur in den USA, nie bei uns. Wir haben nichts. Ja, aber wieso denn nur da und nicht hier in Deutschland? Ich sag's doch. Was hat denn das damit Warum zu tun? Immer nur wir dort? Haben hier so schlechtes Internet in Deutschland, da können die doch gar nicht mit ihrem Mutterschiff kommunizieren. Stimmt. Das könnte es sein. Ach so. Ich weiß Dinge, Moriane, die willst du nicht wissen. Sag mal. Ich darf nicht. Bitte. Na gut, die Aliens, die sind schon lange ohne uns. Die sind als wie normale Menschen, aber eigentlich sind die nur getarnt als Aliens. Mori. Das macht gar keinen Sinn. Janne, verstehst du, was ich sage? Mach mal die Musik aus da jetzt. Entschuldigung, mit Musik ist das noch spannender. Das sind auch richtige Prominente hier in Deutschland, die eigentlich Aliens sind. Wer denn? Darf ich nicht sagen. Aber... Ross Anthony. Was? Jorge González. Aber
wieso denn Ross Endoni? Merkst du denn nicht, wie deine Ohren wehtun, wenn der redet? Ja, ein bisschen. Na toll, mir tun auch die Ohren wie wenn der Wendler redet. Also ist der auch ein Alien? Oh mein Gott. Ja. Ross Endoni. Die arme Alien-Kolonie. Helga, also, langsam muss ich sagen, finde ich das wirklich ein bisschen gruselig. Morianne, bitte, ich hab gesagt, mach die komische Musik aus da. Ich hab die Musik nicht angemacht. Oh oh. Oh nein. Was? Oh, oh nein. Zu viele Informationen preisgegeben. Was? Jetzt holen sie mich wieder und wollen Experimente mit mir machen. Ich brauche Eierlikör. Also, ja. Marianne, da kommen Alien und wollen Experimente mit dir machen. Und was braucht die? Erstmal ein Eierlikör. Ja, statt bewaffnen nehme ich. Vielleicht ist Eierlikör die Waffe. Krass. Ich muss, mein Mann hat Hunger. Was gibt's denn? Fackelpudding. Kann ich nicht. Ja, bestes Mittagbrot der Welt, Alter. Kriegst einfach nur ein Wackelpudding. Der Junge, die wird von Aliens abgeholt und dann hier wird experimentiert und die macht erstmal Essen für ihr Mann. Respekt. Immer für einen Mann. Das ist ganz schnell weg, weil die CIA hat auch wieder mitgehört und da gibt es wieder Ärger von den Aliens. Hier, Schlachter Knutzen ist übrigens auch ein Alien. Krieg Hühneraugen von. Ja, dann gute Besserung. Dir auch. Mock dat. Was? Vor allem die wiegt nach oben. Was soll das für ein seltsames Abschlussgespräch? Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.